Moin moin zusammen, ich bin Fee Schönwald, Bremerin und Influencerin, die aber inzwischen in Oldenburg lebt. Und zwar habe ich heute was ganz Besonderes für euch. Ich bin gerade in einer noch leerstehenden Wohnung von der Brebau und diese nutze ich dafür, ein paar kreative Fotoideen mit euch umzusetzen. Dementsprechend habe ich nicht nur meine Kamera im Gepäck, sondern auch meinen Freund, jede Menge Klamotten und freue mich schon darauf, hier alles mögliche Kreative auszuprobieren. Schaut euch dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an, um das absolute Highlight dieser Wohnung nicht zu verpassen. Für unsere erste Fotoidee habe ich mich erstmal in ein neues Outfit geschmissen und ein paar Fotos auf dem Tisch verteilt. Die wahre Magie kommt bei dieser Idee aber auf jeden Fall durch Bildbearbeitung ins Spiel. Um ein paar schwebende Fotos hinterher einzufügen, haben wir diese Fotos vorher vor einem neutralen Hintergrund fotografiert. So lassen sie sich relativ leicht freistellen und neu einfügen. Man muss definitiv kein Photoshop-Profi sein, um mit einfachen Handgriffen aus seinen Fotos etwas Besonderes zu machen. Ich benutze zum Beispiel dafür sehr gern die kostenlose Bildbearbeitungs-App PixArt. Links seht ihr das Foto ohne Bearbeitung und rechts haben wir die Fotos mit ein bisschen PixArt-Magie zum Fliegen gebracht. Eine der größten Herausforderungen daran, zu Hause Fotos zu machen, ist es wohl, dass man letztendlich immer wieder die gleichen Hintergründe zur Verfügung hat. Um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, kann man sich aber auch mit leichten Hacks und Tricks behelfen. Wir verwenden beispielsweise total gerne Fließdecken oder Laken, die man mit Wäscheklammern einfach befestigen kann. Um dieses Foto dann noch ein bisschen interessanter zu gestalten, haben wir zu Zuckerstreuseln gegriffen und vor allem jede Menge Kaugummi. Ich finde, das Endergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Was denkt ihr? Das Beste haben wir uns definitiv zum Schluss aufgehoben. Und zwar ein Shooting auf der wunderbaren Dachterrasse, die zu dieser Wohnung gehört. Man hat hier einen atemberaubenden Ausblick über Bremen. Und dementsprechend braucht man gar nicht viel, um hier schöne Fotos zu erstellen. Für einen verträumten und verspielten Effekt haben wir zu Seifenblasen gegriffen. Denn ich finde, für die ist man nie zu alt. Und dann war unser kreativer und produktiver Fototag auch schon wieder zu Ende. Das war es auch schon mit unserer heutigen Foto-Action. Ich hoffe, wir konnten euch ein klein bisschen inspirieren. Speichert euch gerne das Video ab, wenn ihr etwas davon ausprobieren möchtet. Und falls euch diese Wohnung gefallen hat oder ihr generell eine schöne Wohnung in Bremen sucht, dann kontaktiert auf jeden Fall die Brebau.